Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge der Hertha News. Die letzte Folge liegt bereits schon 3 Tage zurück und der Grund ist ganz einfach. Es ist Länderspielpause. Länderspielpause ist für mich immer so ein bisschen die Zeit, wo ich etwas entspannen kann, wo ich etwas runterkommen kann. Aber so langsam neigt sich auch diese Pause wieder dem Ende zu, denn bereits am Freitag spielen wir auswärts in Hannover. Und heute gibt es dazu eine weitere Folge der Hertha News. Ich habe einige Themen mit dabei, über die ich sprechen möchte. Unter anderem über die Ambition von Pal Dardai, die er möglicherweise noch in dieser Saison erreichen möchte. Ich spreche da vor allen Dingen über den Relegationsplatz, den 3. Platz. Denn möglicherweise ist ein Ziel von Pal Dardai, noch in dieser Saison in Richtung Aufstieg zu schielen. Andererseits möchte ich auch noch über unsere Akademie sprechen. Denn Zeke Neuendorf, der unter anderem auch als Akademieleiter fungiert, möchte eine neue Strategie zumindest mal einsetzen, um die Top-Tente unserer Jugendmannschaften langfristig an Hertha BSC zu binden. Ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt beide Themen etwas genauer an, verlieren wir aber überhaupt nicht so viel Zeit und starten wir erstmal mit Thema Nummer 1 rein. Ich beziehe mich jetzt hier heute in diesem Video auf die Bildartikel des heutigen Tages, unter anderem von dem Artikel von Roberto Lamprecht, der ein bisschen über die Ambitionen von Pal Dardai spricht. Laut dem Bildartikel war Trainer Pal Dardai zuletzt in einem Interview mit der Bild im Austausch und hat dort ein bisschen über die aktuellen Ambitionen gesprochen. Er hat gesagt, dass er möglicherweise sogar noch vom Aufstieg träumt. Er hat gesagt, Zitat, ich rede nicht über Platz 1. Ich gebe aber die Hoffnung auf den 3. Platz nicht auf. Bis Weihnachten müssen wir Punkte sammeln. Ich will keine Hoffnungen schnüren, aber ich gebe den Aufstiegstraum nicht auf. Und das klingt wirklich echt nicht verkehrt. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass es zuletzt etwas ambitionslos bei uns voranging, dass wir kaum Ambition hatten, dass wir irgendwie uns mit Platz 12 zufrieden geben. Aber ich bin froh, dass dem offenbar nichts ist und dass auch Pal Dardai jetzt wieder nach etwas mehr strebt. Pal Dardai hat dazu auch ein klares Ziel für die nächsten 4 Pflichtspiele ausgesprochen. Wir haben jetzt noch 4 Pflichtspiele in der 2. Liga bis zur Winterpause, unter anderem in Hannover gegen Elversberg zu Hause. Dann spielen wir noch einmal auf dem Betzenberg in Kaiserslautern und dann noch einmal zu Hause gegen Osnabrück. Das sind die 4 Spiele bis Weihnachten und Pal Dardai fordert intern 10 Punkte aus diesen 4 Spielen. Und das ist wirklich ein hartes Brett. Wenn wir uns mal die Gegner ein bisschen anschauen, wir spielen in Hannover, das ist schwer. Hannover ist wirklich gut in Form, vor allen Dingen zu Hause haben sie teilweise überragende Spiele. Sehr, sehr schwer zu knacken, meiner Meinung nach. Elversberg empfangen wir zu Hause im Olympiastadion. Auch das ist eine Aufgabe, die ich unglaublich schwer finde. Ich meine, Elversberg hat am letzten Spieltag Schalke 04 mit 1-2 in der Weltingsarena besiegt. Und ich glaube ganz im Ernst, dieses Team ist so spielstark und es wird so unterschätzt, das wird eine richtig schwere Aufgabe zu Hause. Und ich bin da auch schon eigentlich fast mit einem Punkt zufrieden, auch wenn mir die 3 Punkte natürlich viel, viel mehr schmecken würden. Ansonsten spielen wir noch auswärts in Kaiserslautern. Kaiserslautern ist richtig stark in die Saison reingestartet, jetzt so ein bisschen flacht die Leistung ab, beziehungsweise die letzten Ligaspiele waren nicht so stark. Im DFB-Pokal gegen Köln hat man aber wieder überragend gespielt. Es ist eine Mannschaft, die vor allen Dingen auf dem Betzenberg so schwer zu knacken ist, dass ich auch sagen würde, Alter, wie willst du denn da als Hertha BSC 3 Punkte holen? Zumindest dem momentanen Stand nach. Von daher sind das wirklich schwere Gegner. Gut, na gut, Osnabrück haben wir jetzt auch noch dabei. Osnabrück ist letzter Platz, die müssen wir besiegen. Das steht fest, das ist Pflichtsieg, so wie es im Buche steht. Das ist ein Pflichtsieg. Aber alle anderen Spiele, Hannover, Elversberg, Kaiserslautern, sind Spiele, wenn wir nicht unsere Top-Leistung abrufen. Wenn wir jetzt so spielen, zuletzt gegen Karlsruhe, dann glaube ich, dass wir dort möglicherweise nicht über einen Punkt hinauskommen. Und ich finde, das sind 3 schwere Aufgaben. Und dass Pal Dardai intern 10 Punkte fordert, finde ich, ist schon ein absolutes Brett. Aber ich glaube, ich finde es gut, dass endlich mal etwas höhere Ziele gesteckt werden. Ob wir den Aufstieg schaffen werden? Wahrscheinlich eben nicht. Wir stehen jetzt nach 13 Spielen mit 17 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Wir haben einen geringeren Abstand zum Relegationsplatz zu Schalke 04. Ich glaube, das sind nur 4 Punkte oder so. Und nach oben, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass uns der Anschluss fehlt, aber wir haben einfach aus den letzten Spielen zu wenig Punkte geholt. Hätten wir jetzt gegen Karlsruhe 3 Punkte geholt und gegen Rostock, hätte ich gesagt, alles klar, wir können den Aufstieg noch schaffen. Aber so fehlen uns jetzt einfach 4 wichtige Punkte, die uns gemeinsam mit diesem schlechten Start schon momentan sehr alt aussehen lassen. Dass wir den Start vergeigt haben, dass wir aus den ersten 3 Spielen, vor allen Dingen gegen Wien Wiesbaden, keine Punkte geholt haben, das tut immer noch sehr, sehr doll weh. Und ich glaube, das wird im Endeffekt auch die Saison killen. Wir müssen
wieder so spielen wie zum Spiel gegen Mainz. Ich fand, das Mainz-Spiel war wirklich ideal. Effektiv, schöner Fußball teilweise sogar und defensiv stabil. Wenn wir die Tagesform, die wir gegen Mainz gezeigt haben, jetzt auch möglicherweise gegen Kaiserslautern, Hannover, Elversberg abrufen, dann glaube ich, ist in diesen Spielen etwas drin. Aber nehmt es mir nicht übel, ich kenne Hertha BSC und ich habe in den letzten Jahren jedes Spiel gesehen und eine Sache habe ich gelernt. Hertha spielt ein Spiel gut und das nächste Spiel spielen die wieder in den größten Scheiß zusammen. Ich finde es gut, dass Pal Dardai endlich mal hohe Ziele steckt. Aber ich bin auch ehrlich mit euch, ich glaube, uns fehlt einfach noch die Konstanz, diese Ziele auch zu erreichen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseres belehren. Vielleicht finde ich es schon etwas unrealistisch, in dieser Saison noch vom Aufstieg zu sprechen. Je nachdem jetzt, wie die Rückrunde verläuft, muss man eben schauen, ob das noch realistisch ist. Aber wenn man ehrlich ist, wir haben in dieser Saison mit Ach und Krach irgendwie in der letzten Instanz die Lizenz bekommen. Also die Lizenz, das war ja wirklich eine Zitterpartie. Ich weiß auch, ich habe da Juni gesessen und endlich kam die erlösende Nachricht, dass Hertha die Lizenz erhalten hat. Es stand ja lange Zeit nicht mal fest, ob wir in der zweiten Liga spielen. Und das zeigt einfach, dass wir im Verein trotz des Konsolidierungskurses erhebliche finanzielle Defizite haben. Und diese Defizite kannst du am besten irgendwie aufholen, wenn du mehr Einnahmen aus der Bundesliga hast. Das heißt, wenn du dort in der Bundesliga spielst, mehr TV-Geld hast, mehr Ticketeinnahmen logischerweise auch. Das ist halt einfach das, was wir brauchen. Von daher würde ich gerne die Frage stellen, wie viele Saisons wir rein theoretisch in der zweiten Liga ausharren können, bevor vielleicht doch irgendwann eben bei uns das Licht ausgeht. Das klingt jetzt etwas komisch und kontrovers, aber es lief so kritisch im Sommer. Die finanzielle Situation wurde so hart kritisiert bei uns. Da fragt man sich wirklich, ob wir es überhaupt schaffen können, finanziell zu gesunden, wenn wir nicht in der Bundesliga spielen, beziehungsweise wenn wir nicht bald innerhalb der nächsten paar Saisons aufsteigen. Es gab so verschiedene Aussagen. Kai Bellisch hat gesagt, dass wir mindestens eine Saison in der zweiten Liga spielen können. Nee, ich glaube, das hat Herrlich gesagt, dass wir auch bei einem Nichtaufstieg konsolidieren können, beziehungsweise dann finanziell gesunden können. Aber die Frage ist eben, wie wird jetzt weiter gearbeitet bei uns? Denn bisher sieht das wirklich gut aus und die Zahlen lesen sich momentan etwas besser als noch vor ein paar Monaten bei uns. Da muss man ehrlich sein. Aber was das ganze Thema rund um finanzielle Lage angeht, ich glaube, das werde ich nochmal in anderen Videos differenzierter betrachten, vor allen Dingen, wenn dort nochmal neue Informationen kommen. An sich würde ich aber sagen, blicken wir jetzt gleich auf das zweite Thema des heutigen Tages, denn ich möchte auch noch über die Akademie sprechen. Heute Nachmittag hat Roberto Lamprecht von der Bild BZ einen Artikel veröffentlicht. Ein Artikel, der möglicherweise beschreibt, dass Hertha BSC bereits früh die Top-Tente langfristig binden möchte. Und das ist wirklich mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und ja, es gibt einen Grund dafür. Zuletzt hatten wir ein Testspiel der Profimannschaft. Die Profimannschaft hat ein Testspiel gegen die VSG Klinike. Das Testspiel wurde mit 4:0 gewonnen. Aber direkt im Anschluss danach hatte unsere U23 ein Testspiel gegen die U21 des FC Everton aus England. Das war ein internationales Testspiel. Und dort durften auch zwei Spieler ran, die gerade einmal 16 Jahre alt sind. Und zwar Boris Mamusalum und Yelani Ndi. Also ich muss sagen, ich höre die Namen gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht ganz, wie man die Namen richtig ausspricht, aber die beiden sind 16 Jahre alt und durften zum ersten Mal bei unserer U23 ran. Und es gibt einige Spieler, die sich jetzt in den nachfolgenden Jahrgängen immer und immer mehr präsentieren. Vor allen Dingen der neue U17-Jahrgang scheint wieder ein sehr, sehr starker Jahrgang zu sein, wo einige interessante Spieler dabei sind. Laut der Bild steckt hinter den Einsätzen der jungen Spieler bei der U23 eine neue Strategie von Herthas Akademieleiter Zecke Neuendorf. Zecke Neuendorf möchte nämlich die eigenen Talente bereits früher in den Profibereich ranführen, beziehungsweise früher bereits zum Beispiel an die U23 ranführen und die Spieler so früh wie möglich langfristig an Hertha BSC binden. Zuletzt wurde ja bekannt gegeben, was heißt zuletzt, okay, das ist jetzt schon einige Monate her, aber zum Beispiel wurde auch der Vertrag von Egor Gräber, 16 Jahre alt, langfristig verlängert. Er ist Innenverteidiger, macht sich bei der U17 top, ist wie gesagt euer Kandidat, vielleicht bald mal für einen Einsatz in der U23, um eben doch auch mal weiter rangeführt zu werden an den Profibereich. Das hier ist es einfach, so wenig Talente wie möglich an andere Vereine zu verlieren. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren viele Talente verloren. Ich spreche jetzt mal über die Offensichtlichsten. Wir haben diese Saison Lukas Ulrich verloren, wir haben letzte Saison Luca Netz verloren, beide an Gladbach. Wir haben Jamir Najar an Gladbach verloren. Wir haben unter anderem auch noch einige Top-Talente wie Lazar Samardzic verloren, Torben Rhein, die Nikita-Brüder. Also es sind schon einige Spieler dabei,
die in der Form bei uns wirklich etwas erreichen hätten können, die wirklich als Top-Tente galten. Und diese Spieler haben uns bereits früh U16, U17, U19 verlassen. Zum Beispiel auch Azeke oder Gashi, die jetzt beide zu Bayern gegangen sind. Das sind Top-Tente. Und das Ziel, vor allen Dingen von Zecke Neuendorf, ist es, diese Spieler an Hertha BSC zu binden, den Weg hier aufzuzeigen, den Berliner Weg weiterzuführen, damit man die Talente auch wirklich halten kann. Und das ist das Ziel. Den Weg, den Maden Winkler, Marton Dardai, Palko Dardai, Benze Dardai, Linus Gechter, Pascal Clemens, Masa Kwasigor, Scherhand und wie sie alle heißen, den Weg, den die gegangen sind, sollen auch unsere aktuellen Akademiespieler gehen. Und das am besten bei Hertha BSC. Man möchte vor allen Dingen gute Talente langfristig an Hertha BSC binden. Und das finde ich doch mal gut, denn ganz im Ernst, es schmerzt immer und immer wieder, gefühlt jeden Sommer einmal danach zu haben, dass uns ein wirklich gutes Talent verlassen hat. Und ich sag's mal so, wie es ist, Sam Marches hat uns verlassen und der spielt in der Serie A bei Udinese Top-Fußball. Der wäre fast zu Inter Mailand gewechselt, aber na gut, sein Vater war auch, ja, sehr, sehr, sehr geldgierig, was das angeht. Naja, egal. Demnächst werde ich nochmal ein Video machen, wo ich auf jeden Fall einige Spieler wieder mal vorstellen werde. Also so ein goldene Generationsvideo, das habe ich jetzt jedes Jahr gemacht, dieses Jahr noch nicht. Mal gucken, das folgt dann höchstwahrscheinlich im Winter. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, war es das mit diesem heutigen Video. Ich habe viele Themen gesprochen. Ich habe über unsere Jugend gesprochen, ich habe über die Ziele von Pal Dardai gesprochen. Ich wollte eigentlich noch über ein Interview von Fabian Rehse sprechen, aber über das werde ich dann morgen nochmal etwas genauer sprechen. An dieser Stelle würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert doch ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr um die Hertha zu verpassen. Und ich würde sagen, genießt den restlichen Abend, schönen Tag euch noch und tschüss.